Im Rostocker Stadtteil Lüttenklein hat sich am frühen Donnerstagmorgen ein schweres Gewaltverbrechen ereignet. Dabei wurde eine 27-Jährige getötet. Zwei mutmaßliche Täter wurden von der Polizei vorläufig festgenommen. Wie Polizeisprecherin Isabel Wenzel mitteilte, entdeckte eine Mieterin um 4.52 Uhr im fünften Stock eines Mehrfamilienwohnhauses in der Helsinkier Straße die leblose Frau. Der Notarzt wurde hinzugezogen daraufhin und stellte tatsächlich den Tod der 27-jährigen Frau fest. An ihrer Kleidung waren Blutanhaftungen und im Moment laufen die Ermittlungen, was tatsächlich vor Ort vorgefallen ist. Im Haus befinden sich jetzt die Rechtsmedizin und die kriminaltechnische Einheit der KPI Rostock und arbeiten an der Aufklärung. Seitens der Polizei gehe man von einem Gewaltverbrechen aus, hieß es. Im näheren Umkreis wurden zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Ein 36-Jähriger ging den Beamten bereits im Haus der Getöteten ins Netz. Der zweite Tatverdächtige, ein 28-jähriger Mann, wurde im näheren Umkreis in der Helsinkier Straße festgenommen. Am Tatort kamen umfangreich Ermittler von Kriminalpolizei, Spurensicherung und Gerichtsmedizin zum Einsatz. Die Ermittlungen stehen allerdings erst am Anfang.